Das sind Thomas und Karina. Die beiden absolvieren im WiFi gerade einen Kurs zum Werksmeister Maschinenbau und Betriebstechnik. Und dabei setzen sie auf ein Bildungsmodell, das immer beliebter wird: Bildungskarenz. Ich habe die Gesellenprüfung gemacht und nachher haben wir gedacht, ich möchte mich einfach weiterbilden. Weil irgendwie steht man nachher einfach nachher gesehen. Und so habe ich jetzt dann eine Weiterbildungsmöglichkeit gefunden, wo ich nachher Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb und auch nachher, wenn ich in einer Produktionsstätte wechseln möchte, habe ich dann bessere Aufnahmemöglichkeiten. Ich mache jetzt die Bildungskarenz. Das ist darum, da ich kann es einfach schneller durchziehen, dann den Tageswerksmeisterkurs. Und es hat halt Vorteile, weil ich einfach mehr Zeit habe zum Lernen habe. Das Modell der Bildungskarenz wurde 2007 eingeführt. Über 20.000 Arbeitnehmer nutzen jährlich diese Möglichkeit, entweder in Form einer Tages- oder Abendschule. Ein Trend, den man auch beim WiFi mitbekommt. Und zwar kann man mit Bildungskarenz einerseits im Unternehmen integriert bleiben, das heißt, man bleibt in der Stellung. Andererseits kann man Fortbildung machen, das heißt, man klinkt sich einmal aus dem Unternehmen, besucht die Schule und kann das in der halben Zeit oder in einer wesentlich kürzeren Zeit besuchen. Förderungen gibt es natürlich auch beim Bildungskarenz. Das sind bis zu 50% der Kurskosten, die man dann im Nachhinein wieder zurückbekommt. Seit 2013 neu das Modell der Teilzeitbildungskarenz. Ich kann teilweise im Unternehmen bleiben, das heißt, ich habe am Monatsende ein höheres Entgelt, bin im Unternehmen nach wie vor integriert und besuche restliche Zeit, Halbtag oder wie auch immer, dann eine Tagesschule. Im WiFi selbst können mehr als 500 Kurse besucht werden, von der Buchhaltung bis hin zur Lagerlogistik oder Sprachkursen. Die Trainer kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein Angebot, das jährlich über 4.500 Kursteilnehmer wahrnehmen. Ich bin schon sehr lange im Haus Trainer und gibt das, was ich an Erfahrung in meinen früheren Berufsjahren gesammelt habe, natürlich jetzt gerne weiter. Und man profitiert natürlich auch von den Jugendlichen und Teilnehmern dahingehend, dass man sehr viel aus den Firmen aktuell wieder zurückbekommt. Mehr Infos zum WiFi und allen Kursen finden Sie auf der Homepage www.wifi-ooe.at/wifi-wels.